Und damit ein absolut geiles Alöla an alle Bildschirme da draußen. Der Absolut ist hier genauso eine kleine Runde Gelaber. Ihr habt jetzt irgendwie nur ein Bild im Hintergrund, weil wir jetzt nur ein Bild im Hintergrund haben. Weil wir labern. Und wir sind Scrubby und Psychowiesel. Und ich sehe gerade im Discord, dass sich Scrubby stumm geschaltet hat. Ja, damit meine Geräusche nicht irgendwie dazwischen kommen. Es tut mir echt leid. Hi, Leute, ich bin der Scrubby. Ja, freut mich, dass ich hier heute auch mit anwesend sein darf. Den Herrn Wiesel, den kenne ich jetzt nicht persönlich. Der kann sich ja gerne mal vorstellen, dann kann ich auch mal ein bisschen Info von dir abgreifen. Ja, aber natürlich. Ja, Wiesel, normaler Name Markus. Ja, wir kennen den Absol. Ich kenne den Absol eigentlich durch Stream, sagen wir mal so. Ja. Und durch noch ein paar andere Leute hier und da ein bisschen spielen. Okay. Ja, wir spielen gern miteinander. Ja. Richtige Teamplayer. Ja, ja, ja. Ja, kann man so und so sehen, ne? Ja, manchmal ja. Manchmal geht er mir auf den Semmel. Eigentlich ist es eher andersrum, aber egal. Nein, das können wir so nicht sagen. Jedenfalls, der Wiese ist auch am Stream, Link unten in der Infobox. Der Scrubby ist mit mehreren YouTube-Kanälen unterwegs. Ich habe keine Ahnung, welchen YouTube-Kanal ich jetzt unten verlinkt habe. Das werden wir noch klären. Cool. Also gerne mal reinschauen unten. Und ich habe mir überlegt, so, ja, ich möchte einfach mal labern, Podcast machen und sowas. Was kann man dann am besten nehmen für ein Thema? Und zwar so, das früher versus heute zu spielen und unsere Erfahrungen und wie haben wir damals gespielt, wie spielen wir heute und ich kann ja mal ganz nonchalant damit anfangen. Ich sag mal, die meisten von uns in unserem Jahrgang haben wahrscheinlich mit dem guten alten Nintendo-System angefangen. Bei mir war es SNES und ja, früher, bei mir war es jedenfalls so, dass ich früher erstmal nur so, wann habe ich denn angefangen? So, sagen wir mal, mit 6 oder 7 hat man so die ersten Spiele gespielt. Da hat man sich eigentlich noch gar nicht so großartig dafür interessiert, was eigentlich jetzt die Story ist, sondern man hat einfach gesagt, jo, ich möchte jetzt einfach ein paar Knöpfe drücken und dann passiert da was Schönes, aber lange gecatcht hat es mich halt nie so richtig. Dass ich wirklich nur gesagt habe, ja, schön, die Figur springt jetzt durch die Gegend. Wie war es denn bei euch so unterwegs? Wie ist es, soll ich dir den Vortritt lassen oder darf ich anfangen? Du darfst gerne anfangen. Ach so, wie. Ja, wenn ich jetzt schon also die Thematik hier höre mit das Versus von früher zu heute, dann ist das erste Bild, was mir gleich in den Kopf schießt, wo Klein Scrubby noch so mit, ich weiß nicht, so 5, 6 Jahren noch halbnackig mit einem Schlafanzug bei der Mutti in der Wohnung herumgerannt ist. Und da gab es nur das Super Nintendo und das N64 zu der Zeit. Das ist so, ich weiß nicht, also mir gefällt, was mir so sehr, sehr fehlt, ist diese Nostalgie, vor allem mit so alten Kassetten. Also ich bin ja ein richtiger Retro-Liebhaber, jetzt nicht nur so vom Videospielen, sondern auch so filmtechnisch, elektroniktechnisch, fahrzeugtechnisch und allem, was dazugehört. Und ich mag es sehr zum Beispiel mit so Röhrenfernseher, Kassetten, wenn man die noch irgendwo so reinschieben muss, diese so alte verkackte Grafik. Ich liebe so richtige, schöne, alte, verkackte Grafik. Da stehe ich total drauf. Das ist auch voll mein Ding. Weil ich habe gelernt, das kennt vielleicht einige von euch, bestimmt auch von irgendwelchen noch alten SpongeBob-Folgen, SpongeBob gibt es ja auch schon seit den 90ern, nicht alles, was glänzt, ist aus Gold. Und da ich ja keine Grafikhure bin, bevorzuge ich irgendwie so die Spiele, die, ich weiß nicht, mich eben halt so von der eigenen erstellten, vom eigenen erstellten Esprit irgendwie, also die so gemacht sind, die sprechen mich halt mehr an. Und nicht jetzt irgendwie auf Grafik und sowas zum Beispiel hauptsächlich ausgelegt sind oder eben halt auf das, was jetzt momentan so angesagt ist. Das ist für mich meistens nur Rotz. Wenn ich das jetzt mal so offen schildern kann im Vergleich mit was es... Ich meine, okay, gut, die einen oder anderen werden jetzt wahrscheinlich sagen, das sind jetzt wahrscheinlich bestimmt auch die jüngeren Zuschauer, ne? Ich glaube, das ist so ein Kreislauf, der wird ihn niemals irgendwie enden. Gerade die jüngeren Zuschauer werden vielleicht hier und da jetzt mal so sagen, so, ey, ja, nee, neue Spiele mag ich so total, League of Legends oder Fortnite oder was jetzt gerade so angesagt ist bei den ganzen Kiddies. Ich finde es schade persönlich, dass auch gerade viel von remasterten Spielen zum Beispiel, ne? Also jetzt so Neuauflagen. Ich nehme jetzt mal Doom 1 als Beispiel, ne? Ist nur ein Beispiel. Das Doom 1, was 2005 rauskam,
diese Neuauflage. Ich finde man sowas schade, die Leute, die in der neuen Generation aufwachsen, die spielen dann immer nur das Neue und sagen, ich habe Doom durchgespielt, und die befassen sich überhaupt gar nicht mehr mit der Nostalgie von irgendwelchen alten Sachen dann irgendwie. Die werden dann so einfach in Vergessenheit geraten und verschwelgen da. Ja, aber genauso wird es halt andersrum auch sein halt, ne? Wenn du jetzt bedenkst, irgendwann werden unsere Sachen halt richtig alt sein, sagen wir, dann denken sich, was PlayStation 4, Xbox One halt, ne? Und wir denken uns noch, oh, kennst du noch das eine? Zum Beispiel an PlayStation 4 denke ich jetzt zum Beispiel an, wie heißt das nochmal? Zero Dawn? Horizon irgendwas Gedönse. Ja, Horizon Zero Dawn. Genau, danke. Horizon Zero Dawn. Super geiles Spiel und die werden so sagen, oh, voll unrealistisch, weil die werden irgendwann mit VR in Virtual Reality und alles sieht richtig echt aus und hast nicht gesehen und die senken sich dann und dann sitze ich zum Beispiel und denke mir, boah, das war eigentlich damals ein geiles Spiel gewesen. Könnte ich heute auch noch spielen halt, ne? Das ist halt immer die Ansichtssache, in welcher Generation du eigentlich gerade unterwegs bist, weil ganz ehrlich, früher, gut, die Grafik war früher geiler und sowas, aber die Funktion Mehrspieler und sowas, die gab es ja früher überhaupt nicht. Was halt. Obwohl muss man dazu sagen, da haben unsere Generation, sage ich mal, einen gewissen Vorteil. Wir durchleben tatsächlich momentan alle Generationen der Konsolen. Wir sind angefangen mit einem kleinen Gameboy. Bis hin jetzt zum aktuellen hin, sage ich jetzt mal so, ne? Ja, also du meinst, also ich verstehe das jetzt so, dass du, also kann es sein, dass du das so meinst, dass wir gerade die richtige Timeline getroffen haben, wo wir den Anfang der Konsolengeneration richtig miterleben? Ja, genau. Das ist ein Statement, das kann ich mit unterstützen. Das sehe ich eigentlich genauso gut. Ja, da können wir von unserem Glück halt sprechen. Ne? Okay, wir haben jetzt nicht den allerersten Start gesehen, aber ich sag mal, da wo die Blütezeit angefangen hat, da sind wir auf jeden Fall mit dabei gewesen, ja. Oh ja, oh ja. Ich glaube, dieser Kreislauf, der wird auch eh nie ändern, weil spätestens, ach komm, wenn wir irgendwann, lass mal 50 Jahre vergehen, ne? Und dann sitzen sie danach alle mit ihren Xbox 700.000ern und was weiß ich, PlayStation 80. So in diesem normalen Zustand sein wird. Das glaube ich nicht. Da wird einiges anders werden. Glaubt ihr eigentlich, dass die Zukunft vielleicht eventuell später mal komplett aus VR bestehen wird? Und wenn es halt nicht nur von Brille her ist, sondern wirklich auch von den Gefühlen her, die du halt hast, halt, ne? Weil die Spieler wollen halt auch immer mehr erleben und immer mehr entertained werden. Früher hast du coole Geschichten gehabt und heutzutage sind es nur Schmuckstücke, die gute Geschichten erzählen, weil es schon so viele Geschichten erzählt wurden halt, ne? Das wird immer irgendwie weitergehen. Aber bevor wir Psychowiese da irgendwie rauslassen, Psychowiese, wie waren denn deine ersten Spielerfahrungen? Ja, wie gesagt, gerade eben schon erwähnt, angefangen damals mit einem normalen Gameboy. Dann ging es halt Richtung normalen Nintendo, SNES, Super Nintendo. Hängen geblieben, beziehungsweise meine richtige Blütezeit, wo ich am Zocken, sage ich mal, hängen geblieben bin, drücken wir es mal so ganz nett aus, ist tatsächlich mit dem PC bei Diablo 2. Oha. Das war so meine Zeit, wo ich wirklich, sage ich mal, zum Zocker geworden bin. Ja. Kann man glaube ich, so ausdrücken. Und dann ging es halt auch tatsächlich Richtung World of Warcraft. Ja, und irgendwann hat man sich halt nicht nur für das reinste Gemetzel, sag ich mal, von den Spielen interessiert, sondern auch ein bisschen storytechnisch. Und dann ging es halt tatsächlich Richtung Konsole, Story-Spiele, allen drum und dran. Weil, wie gesagt, mich hat halt einfach die Spiele dann mehr gefasst. Mich hat es mehr interessiert, was hängt hinter dem Spiel drin, was hängt hinter der Story. Ja. Meine ersten, ich habe jetzt Bock, die Geschichte zu erfahren, Spielerlebnisse waren wohl Pokémon und dicht gefolgt, also ich wüsste nicht, welches zuerst kam, entweder war es Pokémon oder es war Halo. Das waren so die Spiele, wo ich dann das erste Mal wirklich die Kampagne richtig verstehen wollte und dann kamen halt viele andere Games, halt dann Digimon World 2003, wo ich unbedingt die Geschichte verstehen wollte und dann gespielt habe, die Kampagne deswegen gespielt habe und. Vorher war es halt viel, ja, also vorher habe ich auch schon ein paar Spiele gehabt, sagen wir mal Jedi Star Wars Battlefront zum Beispiel, ich weiß nicht, wie die ganzen alten Spiele hießen,
zwar auch gespielt, aber nicht unbedingt um die Geschichte zu verstehen, sondern einfach nur, ja, um zu spielen, aber nicht nur um irgendwelche sinnlosen Knöpfe zu drücken und zu gucken, was passiert, sondern halt wirklich auch vernünftig zu spielen, also sprich, das so zu spielen, dass es halt auch gut aussieht sozusagen, aber auch Kampagne nicht. Also bei mir war es wirklich Halo, Pokémon und Halo. Ich könnte nicht sagen, welches zuerst da war, wo ich die Geschichte wirklich verstehen und das vernünftig spielen wollte. Ja, bei mir ging es von Nintendo zu PlayStation, bis meine Mutter dann zu Weihnachten eine Xbox, also die erste Xbox bekommen hat, weil sie gerne auf der PlayStation 1 Oddworld gespielt hat. Und dann habe ich da halt auch zu dem Zeitpunkt eine Demo von Halo auf dem PC gehabt, hat Vater in so einem Bundle bekommen. Oddworld ist geil, wenn ich das mal einwerfen darf. Ja, es ist ein super geiles Das Spiel. ist ein richtig gutes Spiel, kann ich auch jedem empfehlen. Habe Kann ich man auch auch für die heute noch spielen, PS1. finde ich. Also von der Grafik her kann man es heute auch noch spielen. Ich finde, das wirkt auch so ein bisschen zeitlos, ne? Wenn man sich das mal auf der PlayStation 1 so anschaut, wenn man es rein in dieses Overlay-Menü, das ist so, kam ziemlich verwechselnd auch rüber mit der Version, die nachher auf der Xbox rauskam. Also auf der ersten Xbox. Fand ich cool. Echt geil. Hat auch Spaß gemacht. Ich habe auch so viele Nachfolger und sowas. Stranger's World zum Beispiel habe ich gerne gespielt. Much Odyssey habe ich gerne gespielt. Ja, und dann war ich lange Zeit halt auch Konsolenkind. Eigentlich nur Konsolenkind. PC habe ich nicht viel gemacht zu zocken. Ja, und meine richtige Blütezeit als Zocker, würde ich sagen, war mit 15 Halo 3. Da hat, glaube ich, mein Privatleben komplett aufgehört. Da ging es wirklich nur noch zocken, 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 zocken. Ich glaube, die ersten PC-Spiele war Dungeon Siege 2. Was war Oh das? ja, das Spiel ist auch gut. Oh, mein Herz brennt, wenn du dieses Wort in den Mund nimmst. Ich habe das Spiel damals so gerne geliebt. Ist euch mal aufgefallen, ich weiß nicht, wie war das bei euch bei Dungeon Siege? Habt ihr das im Multiplayer gespielt oder im Einzelspieler? Ich habe erstmal nur relativ Einzelplayer gespielt. Irgendwann kam halt dann mal die Interesse an die große Online-Welt, vor allem als mit Halo 3 und Internetkabel bei mir im Zimmer, kam halt die große, oh, jetzt will ich mal die Online-Welt entdecken. Da habe ich auch dann irgendwann richtig viel online gespielt, habe auch einen Club aufgemacht, da war nämlich so Zeit des Drachenreiters, des von Eragon. Da war ich ein großer Eragon-Fan, da habe ich Drachenreiter-Club aufgemacht. Da wurden wir irgendwie immer mehr und dann haben die irgendwie nach einem Rangsystem gefragt, haben ein Rangsystem eingebaut. Und dann wurde ich von Clans angeschnauzt, dass ich irgendwie daraus einen Clan machen soll. Ich denke mir nur, Alter, ich bin 15 Jahre alt, was wollt ihr von mir jetzt hier halt, ne? Ja, keine Ahnung. Ja, aber da habe ich online gespielt und ich habe auch nicht ganz koscher gespielt, vielleicht. Also ich kann euch sagen, liebe Zuschauer vom PC, von meiner Seite aus, ich denke mal, die anderen beiden stimmen hier bestimmt zu, Dungeon Siege ist ein echt sehr, sehr cooles Spiel. Warte, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das Dungeon Siege 2 war, dass ich das gespielt habe. Das kann auch der erste sein. Mann, das war, glaube ich, sogar der erste. Lasst euch gesagt haben, wenn ihr euch das Spiel mal holen solltet, aus Interesse, das gibt es bei Steam zu kaufen. Also ich meine, ich habe ein paar Teile bei Steam auch gesehen, dort zu kaufen. Die Sache ist, wenn man es im Einzelspieler spielt, hat man Bosse bei den jeweiligen Dungeons, wo man nachher reinkommt. Wenn man es im Multiplayer spielt, hat man keine Bosse. Und ich weiß, man konnte noch im Multiplayer irgendwie als Skelette rumlaufen und war nackig irgendwie. Das heißt, du hast Kleidung angelegt, aber die konnte man nie sehen. Ich bin da meistens immer als Monster rumgelaufen im Online-Multiplayer. Naja. Ja, das war Ja, das das haben wir erste schon Mal, wo ich mich gespielt. wirklich relativ mit der Materie befasst habe, wo ich in das System reingegangen bin, habe geguckt, wo kann ich da was ändern und sowas. Naja. Ja, auch die Sache, auch mal zum Thema, ne, mit dem Vergleich von früher zu heute. Ich fand gerade von früher bei solchen Spielen, weißt du, das hat sich auch so schön angefühlt. Man entwickelt ja auch irgendwie so jetzt ein Ingame-Gefühl. Wenn du jetzt zum Beispiel, du schlägst ein Monster, dann verfühlst du ja quasi auch irgendwie so eine Art Einstellung gegenüber, ey, wie tut dein Charakter zum Beispiel drauf reagieren? Und wenn er jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, mit einem Spitzhacke auf irgend so ein Viech einschlägt, ne, dann fliegen die Waffen raus und man immer so schöne Klatschgeräusche, so kleum, weißt du, so bam, hau auf den Boden auf und du kriegst ihn mit dem Mauscursor drauf und hast ihn dann im Inventar. Ich finde, das gibt's bei den meisten Spielen heute irgendwie nicht mehr so irgendwie. Das ist so, alles so ergodynamisch. Das ist alles fast nur noch so, ah, ich weiß nicht, so wie so ein Hybrid fühlt sich das an. Weißt du, wie ich meine? Bei vielen Spielen, ja. Mh, und Das das fehlt mir so ein bisschen von früher. größte Beispiel, was ich da habe, ist, weswegen ich es einfach nicht spielen kann. Also ich kann da nicht komplett zustimmen, glaube ich, aber ein Spiel, wo ich da auf jeden Fall mit zustimmen kann, ist bei Skyrim. Du hast da einfach kein Feedback. Du stocherst in der Luft herum
und du hast kein Feedback, was halt, was jetzt halt das den Schaden angeht oder die Wucht deiner Waffe, das merkst du halt gar nicht. Was ich von heute besser finde als damals, da ist jetzt zum Beispiel auch Monster Hunter ein sehr gutes Beispiel. Zum einen halt, da spürst du die Wucht, die du den Monstern reinklatscht. Das scheppert schön, wenn du einen richtig fetten Schlag machst, geht dann so einen ganz kurzen Slow-Motion-Modus rein. Mega geil. Aber zum Beispiel bei Dungeon Siege, boah, ich glaube, nee, bei Dungeon Siege war das sogar schon. Aber es gab nichts Schlimmeres. Damals hattest du Spiele, du hast dir die Ausrüstung geändert und du hast es an deinem Charakter nicht gesehen. Das fand ich nie geil. Das hat mich immer Ja, gestört. das ist auch so ein Grund, warum tatsächlich damals mit World of Warcraft, da ist halt auch dieses, du siehst deinen Erfolg, wenn du den Raid gemacht hast, wenn du die Ausrüstungen gesammelt hast und du die angelegt hast, verändert sich dein Charakter. Ich finde, die Spiele, so wie du jetzt gerade sagtest, wo du eine Ausrüstung anlegst und dein Charakter ändert sich nicht, das war für mich immer so ein bisschen abschreckender, sage ich mal Ja, es war so, ein ne? Downgrade, Weil, ja. ja, richtig. Man möchte gerne zeigen, was man geleistet hat und allen drum und dran. Und viele Leute, gerade auch in Online-Spielen, haben dich sogar, was das betrifft, tatsächlich bewundert, sage ich mal so, was du geschafft hast oder was du geleistet hast. Was dir selber dann halt im gewissen Sinn auch noch so einen Push gegeben hat, sage ich mal so im Spiel, Ja. ne? Gut. Kommen wir mal so ein bisschen ins nächste Bereich. So die ersten Spielerfahrungen und sowas, welche Spiele wir als erstes gespielt haben, die haben wir jetzt ein bisschen abgeklärt. Kommen wir mal zum nächsten, und zwar, wie hat man früher gespielt, wie hat man so, sagen wir mal, in Anfangszeiten gespielt? Das haben wir auch ein bisschen abgeklärt. Wie hat man jetzt in der mittleren Zeit gespielt? In der mittleren Zeit, also sprich, wo ich selber noch nicht die Kohle hatte, habe ich sehr viele Spiele sehr lange gespielt. Also sei es jetzt Halo, sei es jetzt Call of Duty, sei es jetzt Battlefield, sei es Forza Motorsport. Ich habe, wenn ich ein Spiel hatte, das übelst lange durchgespielt. Und mehrere Male, also die Kampagne mehrere Male gespielt, online mehrere Stunden verbracht, geguckt, wie ich kann ich mich da und da verbessern. Aber ich habe bemerkt, mit der Zeit, wo ich dann selber mal Geld verdient habe, habe ich mir lieblos ein Spiel nach dem anderen geholt. Sei es diverse Battlefield-Teile, diverse Call of Duty-Teile, sei es jetzt auch Halo, die neuesten Halo-Teile. zum Beispiel habe ich jetzt Master Chief Collection Edition von Halo mir jetzt hier gekauft, für den PC auf Steam. Ich habe es jetzt zwei, dreimal reingeschmissen und gespielt. Ich habe so viele Steam-Spiele irgendwie da an der Seite, die ich nie angefasst habe. Das kenne ich, ja. Ist das das Problem hat ja auch, ne? Ich weiß nicht, ob das irgendwie Ja. die Undankbarkeit halt irgendwie rauskommt oder einfach nur, okay, ich habe jetzt das Geld oder es kommen jetzt einfach zu viele Spiele auf einmal. Ich weiß es nicht, aber man kauft sich haufenweise Spiele, man spielt sie nicht richtig und man bleibt doch irgendwie an den gleichen Spielen hängen, weil die entweder einen nicht mehr faszinieren, weil man halt einfach schon so viel gesehen hat, schon so viel davon gespielt hat und einfach was Neues halt braucht. Ich weiß es nicht. Ich kann es bei mir nicht sagen. Jedenfalls, wenn mich ein Spiel so gecatcht hat, sagen wir mal zum Beispiel Rocket League, da habe ich jetzt 1400 Stunden reingebuttert. Für ein Spiel, was 20 € kostet, ist mega geil. Aber wenn ich dann so die anderen Spiele in meinem Regal so sehe und denke mir, das Spiel hast du noch nie eigentlich richtig ausgepackt. Das Spiel hast du eigentlich noch nie angefangen. Und dann sehe ich halt das Geld, was da halt durchrasselt halt, ne? Nehmen wir zum Beispiel mal Pokémon. Ich habe Pokémon damals Rubin und die Silberne und frag mich nicht, wie oft ich die durchgespielt habe. Sobald das Spiel fertig war, habe ich von vorne angefangen direkt und habe es weitergespielt. Jetzt habe ich Pokémon Schild bei mir zu Hause. Ich habe es nur einmal durchgespielt und das war's. Ich habe es danach nie wieder angefasst und ich dachte mir, ja, eigentlich ganz cool. Kannst du so, jetzt hast du es online, hast du es jetzt gespielt, also sprich, du hast es gestreamt und sowas. Jetzt brauchst du es nicht mehr streamen, wie du die ganzen Pokémon fängst. Das machst du so für dich privat. Ich habe das danach nie wieder angefasst. Ich habe nicht weiter irgendwie versucht, die Pokémon oder sowas zu catchen oder so ein Gedönse. Ich weiß nicht. Also entweder habe ich einfach keine Zeit mehr dafür, das so zu machen, oder ich weiß es nicht. Es klingt sehr interessant. Kann das vielleicht auch sein, dass wir mitbefallen sind, also quasi von dem Fluch der Bequemlichkeit in der heutigen Generation? Weil ich meine, früher,
ja, ich weiß nicht, es ist tatsächlich auch so, die, der Steam-Markt, ne, du bekommst ja echt sehr viel näher geworfen und gerade vor allem zur Phase hier Steam Summer Sales, ne, oder Winter Sales. Das ist, ich meine Bibliothek, die ist auch randvoll und ich habe auch lauter Spiele, die habe ich kein einziges Mal gestartet überhaupt oder mal installiert, runtergeladen, sonst was. Das ist, Na, man hat das Geld Das Problem kenne ich auch, ja. Es ist seltsam. Ich weiß jetzt halt nicht, ob das jetzt was Schlechtes unbedingt ist oder was Gutes. Ich sag Was mal, bei mir war es halt was. immer das Problem, wenn ich Spiele geholt habe. Sie haben mich halt an sich interessiert. Das Problem ist, ich habe mir die Spiele dann aber geholt, während ich in einem anderen Spiel momentan aktiv am Spielen war. So, und irgendwie sind die dann auch nach einer Zeit irgendwie in Vergessenheit geraten. Also ich habe selbst Spiele auf der Festplatte drin herumliegen. Die habe ich vielleicht mal einmal kurz gestartet, aber nie wirklich großartig gespielt, sage ich mal so. Und ja, da sind wir dann halt irgendwie bei dem Punkt, wenn man überlegt, was man da tatsächlich schon alles an Geld reingesteckt hat. Ja, das geht in mehreren hunderten Bereichen rein. Ja, ich würde sagen, so im Tausenderbereich komme ich schon ganz nah dran, ey. Weil die Ja, Spiele sind ja auch nicht also. günstig, ne? Die kosten ja auch mal so 60, 70 Euro. Und wenn du dann halt wie ich, der sich dann halt Dark Souls oder Halo halt unbedingt in der Special Edition holen will, bezahlt es auch mal 100 Euro mal ganz gerne dafür, ne? Und, ach, jemine, dann holst du dir noch Ingame-Käufe, machst du dir hier und da auch, das Spiel gefällt mir ganz gut, dann kaufst du hier mal was. Wenn ich zum Beispiel an Crossout denke, ach du Scheiße, leck mich am Arsch. Crossout ist ja ein Free-to-Play, ist richtig cool. Du baust dir dein Fahrzeug, du baust dir erstmal aus Schrottteilen ein Auto und damit dann pappst du irgendwelche Waffen drauf, dann kämpfst du gegen andere, entwickelst dich weiter, kriegst neue Bauteile, kannst immer größer bauen, alles mega cool. Und dann habe ich mir halt da, weil du kannst dir eine Spinne halt auch bauen, oder du kannst die halt schon kaufen halt. Bauen dauert einfach ewig in dem Game. Und dann habe ich halt zu einem Angebot für 35 Euro das Ding geholt und dann hier mal was für 20 Euro und da mal was für 50 Euro. Ich glaube, ich habe 150 bis 200 Euro in dieses Spiel reingebuttert und ich zock's halt nicht mehr und ich denke mir nur, okay, die Spinne hätte damals vielleicht gereicht, es hat Spaß gemacht, das war cool, aber es hätte vielleicht auch gereicht. Hätte man jetzt nicht unbedingt machen müssen, aber das glaube ich, im Nachhinein ist das immer so, ne? Weil am Anfang findest du es einfach geil, du butterst das Geld da rein, so im Nachhinein, wenn du es fertig hast, dann denkst du dir, ja, hätte jetzt dann doch nicht sein müssen irgendwie. Tot. Aber gut, dann geht es mir anscheinend nicht alleine so. Könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schroten, wie das bei euch so ist. Es hat sich bei mir wirklich relativ hart zurückgesetzt, weil für mich auch irgendwie zeittechnisch nicht mehr so die Lust dazu ist, viele Spiele zu spielen. Es interessieren mich nicht mehr so viele Spiele. Ich sag mal, allein letztes Jahr und vorletztes Jahr gab es nur ein einziges Spiel, was mich interessiert hat. In beiden Jahren. Nee, letztes Jahr wurde erst überhaupt Pokémon Schwert überhaupt bekannt gegeben. Das ist das Einzige, was mich dann interessiert hat. Denn ansonsten hat mich die letzten 2 Jahre halt kein Spiel so interessiert, wo ich gesagt habe, oh ja, darauf habe ich Bock. Jetzt habe ich zwar auch Interesse an ein paar Spielen, ob Digimon Survival oder Biomutant, aber ich weiß nicht, ob ich mir dann holen werde. Ich habe Interesse dran, aber ich werde wahrscheinlich warten, bis es halt irgendwie günstiger ist. Oder bis ich halt dann mal hier kein Interesse mehr an Monster Hunter vielleicht mal habe oder sowas. Ich Weil wir sind finde halt auch, wirklich. dass die Sache, wenn du jetzt in Steam zum Beispiel irgendwas käufst, ne, also jetzt mal zu der einen Sache mit den Steam Sales als Beispiel, ne, wenn du die Möglichkeit hast und bekommst haufenweise Spiele, ich baue irgendwie in der heutigen Zeit, also früher waren für mich irgendwie noch Spiele was Besonderes, vor allem, wo du so noch als einzelne Module gekauft hast, ne, für irgendwelche Ja. Sachen und so. Und wenn ich das jetzt so in Steam mal vergleiche, dann habe ich weiß nicht, ich habe irgendwie selber das Gefühl, bei mir entwickelt sich mehr so ein Feeling von, das muss ich eher sammeln, als wie spielen. Oder bilde ich mir das ein? Ja, ich habe eigentlich auch lieber so die Hüllen und CDs bei mir im Regal stehen, als in der Steam-Bibliothek irgendwo im System halt. Also, solange ich es irgendwie visuell kaufen kann, kaufe ich es physisch Wollte gerade kaufen sagen, kann, da wollte kaufe ich ich gerade es auch zu der physisch. Frage kommen. Wie sieht das bei euch aus? Holt ihr eure Spiele inzwischen mehr, sage ich mal, CD-technisch oder digital? Also, Also wie bei mir ist das. gesagt. Entschuldigung. Ich lasse dir das Wort. Ja, wie gesagt, solange ich es als CD-Form kaufen kann, kaufe ich es lieber als CD-Form, als dass ich sie jetzt irgendwie online kaufen kann. Selbst wenn ich dann 20 Euro mehr zahlen müsste oder sowas, weil ich bin auch lieber einer, der in den Einzelhandel geht und im Einzelhandel halt kauft. Aber viele Spiele bieten es halt auch einfach nicht mehr an.
dass du sie irgendwie in einem Laden kaufen kannst oder sowas. Einige Spiele sagen, nö, mich kannst du halt nur online halt runterladen oder so ein Scheiß. Sea of Solitude zum Beispiel, Origin, super geiles Spiel. Wenn man das wenn man davon eine Special Edition holen könnte, ich würde mir die Special Edition holen, super geiles Spiel. Aber die kannst du zum Beispiel nur online runterladen. Lieber kaufen in physischer Form als runterladen. Ja, also bei mir ist es teils, teils. Es ist tatsächlich so, also Chico kennt ja mein Zimmer, ne? Ich habe ja so eine kleine Videothek, sag ich mal, oder Spielothek. Also die meisten wären neidisch. Ich sammle liebend gern und ich würde es von meinem Herzen aus wirklich eher mehr bevorzugen, mir so Kassetten und sowas zu sammeln, weil ich sie eben halt schick finde. Ich weiß, ich finde, als Retro-Gamer habe ich auch irgendwie so die Verpflichtung, auch irgendwie diese Nostalgie irgendwie, die Historie werden, die Geschichte dann ein bisschen aufrechtzuerhalten und dafür zu sorgen, dass nicht so Kassetten irgendwie in ein falsches Ende geraten und dann irgendwo auf dem Schrottplatz landen oder sowas. Weil ich stelle mir immer so vor, so, ja, davon gibt es auch immer nur so und so viel Stück, wurden halt damals in den 90ern oder 80ern, was weiß ich, produziert halt, ne, und wenn die 80er ja mal weniger, weil Leute da nicht wissen, was die wert sind, schlampern die dann rum und, ach, keine Ahnung. Das ist so ein kleiner Tick bei mir. Aber tatsächlich ist es so, dass ich meine meiste Zeit eigentlich eher vom Computer verbringe, als wie vor den eigentlichen Konsolen, weil ich irgendwie darüber als bequemlicher verwalten kann. Also, es sind eigentlich jetzt neuere Spiele, hauptsächlich und sowas, ne, also so, oder Mittelalter-Spiele, Team Fortress 2, Counter-Strike und so ein Scheiß. Aber es ist tatsächlich so, dass ich irgendwie im Durchschnitt mir eher digitale Spiele hole, weil ich halt einfach aus dem Grund, weil ich eigentlich mehrere Zeit, längere Zeit immer irgendwie eher vom PC sitze, als wie jetzt vor der eigentlichen Konsole vom Fernseher. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Fernseher und Computer. Fernseher stirbt ja eh heutzutage immer mehr und mehr aus, ne? Und ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist jetzt mit den, mit der neuen Generation jetzt halt jetzt mit Konsolen bezogen und sowas. Ich glaube, die meisten Jugendlichen schon vor allem, die werden sich wahrscheinlich eh nur vom Fernseher setzen, weil sie wahrscheinlich eher eine Konsole spielen, als wie wenn sie Fernsehen gucken oder auf so ein Free-TV-Scheiß, ne? Es sei denn, die haben halt keine Konsole. Aber dann selbst da muss ich dazwischen zu sagen, ich habe tatsächlich vorher auch Konsole auf dem Fernseher gespielt. Und ich bin letztes Jahr halt angefangen mit dem Stream und habe mir daraufhin halt den PC jetzt erstmal wieder angeschafft. Und dass man halt vernünftiges Sachen rüberbringen kann. Seitdem spiele ich halt auch Konsole auf dem Monitor. Und ich kenne viele Leute, die auch auf der Konsole spielen, die tatsächlich auch eher auf dem Monitor spielen als auf dem Fernseher. Ja, ich glaube, das hat auch der Monitor ist, glaube ich, auch von der Bildbearbeitung halt, also zum reinen Zocken, auch besser, weil der wesentlich schneller ist. Irgendwie sowas war das. Ein Bildschirm ist schneller als ein Fernseher von der Auflösung her und sowas. Ja. Ja, zum Beispiel auch beim. Vielleicht liegt es auch daran, dass irgendwie heutzutage, also je älter du halt auch wirst, früher habe ich das ja nie geglaubt, desto schneller vergeht auch die Zeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, ich habe damals die Xbox, der Unterschied zwischen Xbox 360 und Xbox One hat sich so lange angefühlt, dass ich so gesagt habe, oh, endlich kommt mal was Neues, hast nicht gesehen. Und jetzt wurde halt letztes Jahr schon angekündigt, ja, Xbox, wie hieß die Xbox von denen jetzt? Xbox 5 oder Xbox Scorpion oder Xbox X? Series X. Series X. Und ich denke mir nur, oh, jetzt schon wieder eine neue Konsole, die ist doch gerade rausgekommen. Aber dabei ist ja die Xbox One und die PlayStation 4 auch schon wieder 5 Jahre alt halt, ne? Oder 6 Jahre alt schon. Die sind ja auch schon wieder 6 Jahre alt. Und ich denke mir nur, oh, ich habe mir jetzt eigentlich gerade erst die Xbox One und die PlayStation 4 und die Wii, die Nintendo Switch geholt. Jetzt schon wieder neue Konsolen. Aber dann habe ich auch immer, das sind jetzt schon wieder 6 Jahre her. Boah, wo ist die Zeit halt hin? Das kommt mir gar nicht so lange vor, dass die Konsolen schon so alt sind. Und vielleicht ist auch deswegen halt diese ganzen Spiele, die kommen einfach für einen so schnell um die Ecke, obwohl man halt, ja, obwohl eigentlich schon einiges an Zeit halt dazwischen normalerweise liegt. Ja, die Switch, wann kam die raus? 2017, glaube ich, ne? Nee, die Switch, meinst 2018, oder? Nein, 2017 kam die raus. Das glaub, mein Anfang 2017 kam die raus, weil da habe ich nämlich noch die Zeit in Essen bei jemandem verbracht. Okay. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ich glaube, da war der aktuellste Titel, glaube ich, Bomberman Air oder sowas. Irgendwie. Dann ist die auch schon wieder 3 Jahre alt, ey.
Ja, das ist, guck mal, wie schnell die Zeit vergeht. Wir haben ja 2020, ne? Neues Jahrzehnt. Das finde ich ja eh cool, weißt du? Jetzt sind wir auch wieder so Zeugen eines neuen Jahrzehnts. Und Ja, wir haben einen Jahrhundertwechsel, wir haben einen Jahrtausendwechsel mitbekommen, wir haben Jahrzehntewechsel mitbekommen. Also wir haben schon eine geile Generation erwischt, ey. wir haben eine geile Generation. Obwohl ich sagen muss, die 2010er, die waren jetzt nicht gerade wirklich so Bombe davor, fand ich die irgendwie viel interessanter. Wir haben letztes Jahr, also letztes Jahrzehnt, glaube ich, zwei Konsolensprünge miterlebt. Ne? Das ist ja eine Nintendo Wii, also von Nintendo war es die Wii U gewesen und danach die Switch. Ja, Nintendo Und. Wii, Nintendo Wii U und Nintendo Switch. Aber die PlayStation 3, die kam, glaube ich, aber noch vor 2010 raus, oder? Kam die noch in den 2000ern Ich raus? glaube, die kam mit der Xbox 360 gleichzeitig raus, aber kann ich jetzt auch nicht mehr genau sagen. Oder Oh, da wird die, PSP. da wird der Maschinengewehr wieder angeschmissen. Ja, Vietnam Flashbacks. Oh, die PlayStation 3, die ist tatsächlich aus dem Jahr 2006. Ach du Scheiße. Okay. Ja. Dabei ist die eigentlich auch noch nicht mal seine. Ich habe neulich die PS3 mal angeworfen, weil ich habe mir so ein Spiel gekauft, das heißt Haze. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt. Nichts. Ne. Richtig geiles, beschissenes Spiel. Wurde anfangs übelst gehypt, von wo das rausgekommen ist. Da haben die Leute gesagt, so, ja, das Spiel, das ist ultra cool, das wird der Oberburner, das macht die ganze Spiel und das hier, ja, die wollten damit eben halt so ein bisschen hier dicke Piraten, Homo-Bälle zeigen, weißt du. Die Sache ist, das Spiel ist total gefloppt, weil die haben zwar vom Potenzial, also da ist echt eine Menge Potenzial drin in dem Spiel. Es ist an sich eine coole Idee, aber es ist spieltechnisch ultra schrecklich umgesetzt, also mit echt vielen Glitches. Und das ist wie ein unfertiges Spiel. Und das kriegst du heutzutage auch für so 2, 3 Euro hinterhergeworfen, obwohl es damals irgendwie auch so teuer war wie so ein heutiges Spiel, ne? So 60, 50 Euro oder was weiß ich. Und als Exklusivtitel für die PlayStation 3. Könnt ihr mal gucken, Haze heißt das. Haze. Sagt mir auch, glaube ich, irgendwas, aber ich habe mich damit Ich nicht wollte gerade sagen, also sagen tut es mir gerade tatsächlich irgendwas, aber ich habe da gerade mit keinen. so Soldaten, die so Nektar nehmen in so einen Dschungel, irgendwie so ein Ballerspiel ist das, so ein Ego-Shooter. Und da kämpfst du gegen so Terroristen und so ein Scheiß da. Ja, die Xbox 360, guck mal, die kam ja auch 2005 draußen, was die damals für eine Grafik hatte, ne? War ja auch Das gut. Sag mal, ist. Halo 3 zum Beispiel könnte ich heute immer noch zocken. Ja. Kann ich immer noch spielen, hätte ich überhaupt kein Problem mit. Wo du aber gerade ansprichst, das schlechteste Spiel und sowas, was war euer schlechtestes und was war euer bestes Spiel? Wisst ihr das denn zufällig gerade auf die Schnelle? Bestes Spiel. Moment, bestes Spiel, setzt mal irgendwo eine Marke zum Thema Story technisch oder. Nee, einfach alles, wo ihr das Spiel angeschmissen habt, habt es kurz gespielt und gesagt, boah, nee, weder Grafik noch Spiel oder das hat mich gestört, das kann ich nicht an. Das geht nicht. Also bestes Spiel von mir aus, das spiele ich sogar bis heute noch täglich online, das müsste bei mir Team Fortress 2 sein. Und auch trotz der vielen Fehler, die da drin waren, die auch mal wieder behoben werden oder damals wurden, heutzutage ist es ja irgendwie so ein bisschen schrecklich, habe ich das Spiel immer geliebt. Irgendwie, ich liebe es trotzdem. Auch wenn für einige scheiße ist oder jetzt auch ein bisschen unaktuell ist, für mich ist es, glaube ich, mein Lieblingsspiel, weil es einfach am meisten spiele. Würde ich es jetzt einfach mal feststellen. Das ist, glaube ich, echt tatsächlich das Spiel, was ich am meisten spiele. Ich habe da auf dem Steam-Account schon über 200, 2000 Stunden habe ich da schon drauf. Und das wäre, denke ich mal, für mich ein Beweis. Das muss mein Lieblingsspiel sein. Das schrecklichste Spiel, was ich je gespielt habe, das ist es auch in Ordnung, wenn es das schrecklichste Spiel sein kann, obwohl ich es trotzdem liebe. Wenn es mir Also das auch wenn ich es cool schlechteste finde. Spiel ist. Das sch absolut schrecklichste Spiel, und das muss ich wirklich top laut sagen, das ist Sonic Heroes für PlayStation 2 gewesen. Ich habe mich da richtig durchgequält. Ich bin absoluter Sonic-Fan. Sonic ist einfach cool. Er war schon immer cool gewesen, ja. Das Spiel, aber für die PlayStation 2, das ist genau wie bei Sonic 06, das ist verbuggt, der ist shit. Du bist einfach mal gerade ausgelaufen, bist einfach mitten durch den Boden durchgefallen, mitten ins Nirgendwo. Und also ich kann euch versprechen, wenn ihr das Spiel euch mal für die PlayStation 2 holen solltet, ich weiß nicht, wie die PC-Variante ist, ob da irgendwie was geupdatet wird oder sowas, kann ich nicht sagen. Aber solltet ihr euch, ich warne euch, solltet ihr das Spiel wirklich nostalgisch, in so richtig ein, yo, voll cooler Boy, ey, ich bin so voll so voll Swayze drauf, weißt du, so wie jeder andere Typ. Jetzt habe ich hier so PlayStation 2 mit voll angesagt mit meinem GTA San Andreas und so, ne? Und wollt so richtig nostalgisch einen 2000er-Style durchspielen auf dieser Konsole, ihr werdet verzweifeln innerlich und innerlich brennen. Das ist echt verbuggt bis zum Gehtnichtmehr und ihr werdet euch wirklich
permanent nur aufregen daran, wie scheiße dieses Spiel von der Umsetzung ist. Ich glaube, die Entwickler wissen das selber nicht, was die produzieren. Die haben es wahrscheinlich selber nicht mal auf der eigenen Konsole getestet. Fühlt sich schrecklich an, wie ein unfertiges Spiel, was so rausgeklatscht worden ist. Aber die Grafik finde ich schön. Das ist aber der einzige gute Punkt. Mehr gibt es da auch nicht. Und es ist Sonic. Immerhin. Immerhin. Hat es noch irgendwo was Gutes in der Seele. Wenn es eine Seele hat, ich weiß nicht. Aber ja, das ist, glaube ich, echt das schlimmste Spiel, echt das schrecklichste Spiel, was ich je gespielt habe. Einfach nur aus dem Aspekt, ich habe mich permanent aufgeregt, weil es halt scheiße verbuggt ist. Und weil es mich halt sauer gemacht hat während des Spiels. Ja. Das, also es wäre für mich ein Argument. Ich werde jetzt nur Psychowiese weiterreden, dachte ich jetzt. Also tatsächlich, ich glaube, schlechtestes Spiel habe ich nicht. Ich bin so ein Mensch, der sich tatsächlich vorher erkundigt über die Spiele, was ich mir hole, weil wir das Thema schon hatten, es ist nur mal Geld, was in diese Spiele reinläuft. Und das zum Teil halt auch nicht gerade wenig. Deswegen bin ich eigentlich eher so ein Mensch, dass ich mich erkundige, was für Spiele es sind. Also bist du der cleveren Sorte. Oh ja. Ey, ja, jetzt höre ich also hier im Hintergrund, der Fallout-Wagen, der fährt hier wieder vorbei. Wollen wahrscheinlich die kleinen Kinder wieder einsammeln hier. Ja, hast du wenigstens eine Ruhe. Ja, stimmt. Muss ich auch kein Geld für zahlen. Wie sonst immer. Naja, egal. Wo warst du stehen geblieben? Ja, wie gesagt, also ich hole mir die Spiele nicht, ohne mich vorher zu erkundigen, weil, ja, das Thema, wie gesagt, das Geld wäre mir dafür eigentlich an sich zu schade. In unserer heutigen Zeit haben wir auch das Glück, dass wir uns wenigstens erkundigen können, ne? Ich meine, vor 20 Jahren, da sah es ja noch ein bisschen anders aus, da waren wir noch auf die Magazinchen noch angewiesen. So die das Playboy, wie heißt die Scheiße? Nein, das andere Magazin. wie hießen das nochmal? Pokito oder was weiß ich, Pokémon-Magazine zum Beispiel oder so kleine für Kids, Kidzone und sowas, weißt du? Jawohl, Alter, ja, Kidzone. Diese Dinge, Kidzone. Ja, so Magazine, weißt du, da hast du wenigstens nochmal so ein paar Berichte drüber lesen können und so, die gab es dann immer beim Rewe oder beim Aldi da für 1 Euro oder 2 Euro da, ne? Für die kleinen Kiddies. Und da konntest du dich dann so schön, hast du immer so gesehen, ey, was ist jetzt so voll der Trend für Game Boy Advance und sowas, ne? Immer so Kurzbeschreibung und so. Ich glaube, das war mit dabei gewesen. Wenn ich Comics geholt habe, dann waren es immer Digimon Comics. Okay. Ich glaube, da gab es auch Werbung. Zu dem Thema Bestes Spiel, ja gut, die meiste Spielzeit hatte ich damals, glaube ich, tatsächlich in World of Warcraft. Allerdings zu den besten Spielen für mich würde ich tatsächlich Monster Hunter dazu zählen, weil da spiele ich eigentlich von Spiel zu Spiel, von Konsole zu Konsole. Bin da relativ früh mit angefangen. Und einer der anderen Top-Spiele, ich weiß nicht, ob es euch was sagt, ist damals auf der PlayStation 1 Grandia gewesen. Das kenne ich, aber nur den zweiten, glaube ich. Das ist halt so ein Rollenspiel in einer 2D-Grafik, wo man halt von oben leicht drauf guckt. Ziemlich verpixelt, also eigentlich hast du da mehr Pixelfiguren gespielt als alles andere. Aber das Große und Ganze halt, das Ganze drumherum, die ganze Story und allem drum und dran, war halt ziemlich fesselnd bei dem Spiel. Und da habe ich auch so einige Stunden damals dran verbracht. Okay. Also das Spiel, das konnte man sich damals echt geben. Ich weiß nicht, ob es ja heutzutage dann noch irgendwie zu kriegen oder dass du es wirklich spielen kannst, ne, ist so eine Sache, aber ich glaube, ich habe sogar tatsächlich noch irgendwo rumliegen. Oh. Also ich hatte damals von meinem Vater so eine Goldbox gehabt. Kennt ihr das auch? Diese, so in den 2000ern war das sehr populär gewesen. Da gab es mal so PC-Spieleboxen da irgendwie. Da hast du so, keine Ahnung, 20 coole Titel da irgendwie drin gehabt. Ja. Das war noch nicht mal so Kacktitel gewesen. Also so Tomb Raider und so ein Scheiß. Und da war, glaube ich, auch bei irgendeinem so Goldduschen irgendwas, leck mich fett. Grandia 2 hat sie da drin gehabt. Das habe ich damals auf dem PC als Kind gerne gespielt. Ich hatte natürlich von den Zeugs überhaupt keine Ahnung jetzt mit den ganzen Seriengedönsen so, aber für mich war das cool, weil das hat so, du hast so, wie du gesagt hast, so verpixelte Figuren gespielt, ne? Also im Anime-Style, so ein bisschen, ne? Ja, genau. Schon cool aufgebaute Fantasy-Welt und auch dieser Einstieg und so, der war auch von storytechnisch her so, ich weiß, das war schon irgendwie so was Besonderes, so echt faszinierend eben halt, ne? So, als Kid. Echt cool, echt geil.
Ich habe es nie wieder gesehen. Ich glaube, würdest du heutzutage, sag ich mal, der jüngeren Generation so ein Spiel davor stellen, ich glaube, die würden es anmachen und gleich wieder ausmachen. Ja, das gehe ich auch mal von aus. Das ist einfach so. Es ist ja nicht böse gemeint halt, ne? Weil ich sag mal, ich würde nicht anders agieren. Auch wenn jetzt noch welche da um die Ecke kommen würden und würden sagen, guck mal, das Spiel ist damals richtig cool gewesen. Und ich habe das damals nie gespielt, ne? Sei jetzt zum Beispiel so ein Mega Man oder sei es jetzt ein Sonic und sowas. Und ich würde jetzt so eine Pixel-Grafik sehen und das würde mich halt auch nicht flashen, wo ich sagen würde, okay, das ist cool, weil ich habe sie früher nicht gespielt und jetzt habe ich damit keine Nostalgie-Hintergründe halt, ne? Also die fehlt mir halt damit einfach. Und das vorwerfen kann man es halt denen nicht halt, ne? Ja, was ich finde, muss man aber heutzutage, vorwerfen will ich jetzt so nicht unbedingt sagen, aber was ich heutzutage einfach schade finde, ist, dass viele Leute einfach viel zu sehr auf der Grafik hängen geblieben sind. Ja, das ist... Es kommt ein neues Spiel, das erste, was so Negatives liegt, boah ey, guck dir mal die Grafik an, wie scheiße ist die denn? Ja, das sind Grafikuren. Ja, da denke ich mir so, warum ey, du weißt gar nicht, worum es um dieses Spiel geht, du hast keine Ahnung, worum es in dieser Story geht, weißt du? Die Grafik kann noch so schlecht sein, beispielsweise Grandia, die Grafik ist grottig, sagen wir es einfach mal so. Aber die Story, beziehungsweise was hinterm Spiel steckt, war der Hammer. Es kommt darauf an, passt die Grafik zum Spiel halt, ne? Zum Beispiel habe ich ultra gerne The Wolf Among Us gespielt. Super geiles Spiel mit einem Self-Shading. Fand ich passend, hat Spaß gemacht, aber zum Beispiel in Borderlands kann ich nicht in dieser Grafik spielen halt. Das funktioniert für mich irgendwie nicht halt. Apropos wegen der Grafik und sowas, komme ich mal kurz zu meinem Hass- und Lieblingsspiel. Ich habe drei, was heißt Hassspiele, aber welche, die ich wirklich nicht, die habe ich angemacht und wieder ausgemacht, waren drei Stück. Zwei davon habe ich gekauft, eins für 20 Euro, eins für 2 Euro und eins habe ich, hat meine Mutter sich mal geholt. Das, was meine Mutter sich geholt hat, war vom Film Avatar, Aufbruch nach Pandora. Das habe ich gespielt, vielleicht 10, 15 Minuten, habe sofort wieder ausgemacht, weil es wirklich, wirklich nicht gut war. Das zweite war Büchse von Pandora. Es war irgendwie ein Horrorspiel, sollte es gewesen sein. Habe ich 2 Stunden, glaube ich, gespielt, das war nicht cool. Dann habe ich mir auf Steam ein Horrorspiel geholt, The Dolls. Es war so ein bisschen aufgebaut wie Five Nights at Freddy's. Jetzt wissen viele nicht, dass ich ein Schisser bin und ich Puppen in Horrorspielen nicht cool finde. Also habe ich mir gedacht, yay, zum Stream The Dolls, Horrorspiel mit Puppen, geil, machen wir einfach mal. Ich habe ich gespielt und es war halt wirklich nicht gut. Das erste Mal habe ich mich erschrocken, beim zweiten Mal denke ich mir, okay, es ist eine Puppe, die kannst du auch einfach wegtreten. Es ist eine kleine Puppe. Eine Puppe, die Kinder in ihren Wagen vor sich herschieben. Die kickst du einfach weg oder hältst du fest, was will der machen halt, ne? Also ich hätte nie gedacht, dass ich sie mal 2 Euro hinterher weinen würde. Aber da waren wirklich die 2 Euro komplett in den Sand gesetzt. Das war wirklich, war wirklich nicht cool. Ja, das hat schon wie so ein billiger Shit-Titel auf Steam, ey. Ja, es war auch irgendwas von Steam und es war halt wirklich nicht gut. Also The Dolls, wenn ihr in Steam Horrorspiele sucht und ihr seht The Dolls für, ich würde vermuten, es wird jetzt wahrscheinlich nur noch bei 1 Euro liegen, weil es sich überhaupt nicht gut verkaufen wird, wahrscheinlich. Dann lieber die 2 Euro für ein Kondom ausgeben, hat man mehr gespart. Ja, hat man mehr Spaß gehabt. Außer ihr seid 12. Dann nicht. Dann nicht. Das sollte ich eigentlich gar nicht wissen, was ein Kondom ist. Aber gut, die Kinder heutzutage sind ja wesentlich aufgeklärt als wir halt. Eigentlich ne? nicht, aber gibt dann trotzdem besser die 2 Euro dafür aus. Ja, da sparst du immer mehr. Ja, irgendwann wirst du es mal gebrauchen können. Aber nach 2 Jahren solltet ihr das Ding vielleicht wegwerfen. Okay, anderes Thema. Und zwar zu guten Spielen mit vielleicht nicht so geiler Grafik. Ich habe ja sehr viele Shooter gespielt. Und die wurden ja von der Grafik immer geiler und immer geiler und immer geiler. Und dann habe ich mir so eine Knetmasse von Spec Ops The Line mal geholt. Ich weiß nicht, wie ich zu diesem Spiel gekommen bin. Jedenfalls sah es von der Gesichtsmimik her nicht cool aus. Die Grafik war Standard und sowas. Aber die Story, die es einfach hatte, das war so geil. Ich habe das 2-mal gespielt. Da habe ich auch mein geilstes Spielerlebnis überhaupt gehabt. Also alles, was ich an coolen Erfahrungen bisher gemacht habe, ob es jetzt online richtig coole Aktionen waren oder da ein geiles Monster oder hast nicht gesehen, kommt nichts bisher dran. Immer noch nicht. Und zwar habe ich das 1-mal gespielt. Da musste ich dann aufhören bei der Stelle.
Und dann habe ich es einmal auch nochmal Let's Played. Aber ich musste dann wieder bei der Stelle aufhören, weil es mir einfach so fertig gemacht hat. Jedenfalls geht es darum, es ist aus Deutschland das Spiel, was schon mal sehr merkwürdig ist. Deutschland, normalerweise eigentlich nur Handyspiele, aber nein, wir können nicht nur Crysis, wir können auch sowas. Und Spec Ops The Line geht es darum, dass halt die Amis wieder als cool dargestellt werden sollten und sie sollten irgendwo wieder Dubai retten und hast nicht gesehen. Und dabei waren es halt die Amis, die eigentlich die ganze Scheiße da verursacht haben und die Leute da terrorisiert haben und hast nicht gesehen. Und hat die Stelle, die ich meinte, du bist da, du hast ein Terroristenlager so vor dir und du schießt halt Phosphorgranaten drauf. Du verwendest ihre eigenen Waffen gegen sie, ballerst halt alles drauf, kommst da, gehst über das brennende Schlachtfeld drüber, kommt so ein Soldat und dann fragt, warum habt ihr das gemacht und sowas. Und also ein Amerikaner hat einen anderen Amerikaner halt abgeschossen, weil die halt Scheiße gebaut haben. Und da hat er gesagt, das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Und dann haben die gesagt, wir wollten nur helfen. Dann waren das auch Gude und die ganzen Typen, die da drinnen waren, waren Zivilisten. Und du hast die ganzen Zivilisten halt abgeschlachtet. Und dann siehst du halt in diesem Zelt, siehst du nur einen Lichtschein durchschimmern. Haufenweise verbrannte Leichen am Rand und in der Mitte siehst du eine Frau, die ihre Tochter gerade hält, auch komplett verbrannt. Und das waren so Schockmomente, die sich einfach mein Gehirn gebrannt haben. Auch am Ende, was sich da alles verwoben hat, die ganzen Parallelen und was du während des Spiels erlebt hast und am Ende erfährst eigentlich, dass vieles nur Einbildung war und dass eigentlich, dass du schon am Anfang irgendwie verrückt geworden bist und hast nicht gesehen. Es ist so ein unglaublich gutes Spiel. Richtig schlecht bewertet, was ich echt nicht cool finde. Okay, die haben einen Online-Multiplayer-Modus, aber da hat man gemerkt, die Leute hatten keinen Bock auf den, also die Spieleentwickler hatten selber keinen Bock auf den Online-Multiplayer-Modus, sondern kam irgendwer mit einem Schlipskragen rein, hat gesagt, pass auf Leute, damit sie es besser verkauft, brauchen wir einen Online-Modus, macht irgendwas. Die haben das lieblos dahin geklatscht. Das kann man ganz ehrlich sagen, das ist nicht die Stärke, aber die Geschichte, die Kampagne, das ist der Hammer gewesen. Und da kann ich sagen, das ist für mich so ein Spiel, wo ich mich immer ultra gerne zurückerinnere. Spiele ich zwar jetzt auch nicht mehr, weil, gut, die Kampagne hast du jetzt 2-3 Mal dann durchgespielt, dann ist es durchgespielt, aber es ist so ein Magic Moment, deswegen ich sagen kann, wenn ihr die Möglichkeit habt, das Spiel mal zu spielen, spielt dieses Spiel. Es ist so eine Hommage an unsere Gesellschaft einfach nur. Es ist super geil. So viel dazu. So, wie sind so euer, kommen wir mal so ein bisschen zum Schluss, würde ich sagen, so euer Spieleverhalten gewesen? Ich fange einfach mal wieder damit an, damit ihr so ein Beispiel habt. Früher zum Beispiel bin ich sehr aggressiv gewesen. Also wirklich wesentlich aggressiver, als ich heute bin in den Spielen. Damals war es einfach nur dann halt wirklich Enttäuschung und Frust und sowas gewesen. Wo ich dann wirklich gesagt habe, oh, verdammte Scheiße, warum klappt das nicht? Ja, du spielst das hier stundenlang und wirst nicht besser, was für ein Scheiß, hast du nicht gesehen. Ich bin wirklich wesentlich ruhiger geworden. Der einzigste Grund, warum ich halt noch am Meckern bin und sowas, ist, weil ich jemand bin, der sehr emotional ist beim Spielen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in einen Stream reingeht und man hat da so einen Typen vor sich, der jetzt, was weiß ich, Overwatch spielt und dann ist er gerade in dem Moment gestorben, da hätte ich jetzt chargen müssen. Doof. Und dann sagt er halt nichts mehr und dann passiert auch nichts mehr, weil er warten muss, bis er spawnt und dann kann er erst wieder ins Getümmel rein, dann ist er voll die Action und er steht da mit einem Gesicht von einem Auto halt, das kann ich überhaupt nicht ab. Deswegen bin ich auch zum Beispiel, wenn ich Horrorspiele spiele, dann schreie ich da drinne. Wenn ich ein emotionales Spiel spiele, dann bin ich auch emotional dabei. Seht euch Sea of Solitude auf YouTube an, das habe ich extra nochmal hochgeladen als Videoserie, weil es einfach so ein geiles Spiel ist. Und wie ich da manchmal mit mir am Kämpfen bin, ey, jetzt nicht direkt da irgendwie komplett down zu gehen. Oder sei es halt, wenn ich jetzt zum Beispiel Monster Hunter spiele und ich mache eine richtig geile Aktion, zum Beispiel gestern einfach mal random mit den Insektentäfer runtergesprungen, eine Kreisattacke gemacht und dann kommt das Monster auf mich zu und ich mounte es direkt. Ich habe mich so gefreut. Ich habe Psychowiese, habe ich ein Ohr gehangen. Ich habe so schön vorbereitet. Ja, er hat so schön vorbereitet und dann kann ich es in dem Moment mounten, so richtig random, dann freue ich mich und dann schreie ich das auch heraus, die Freude, aber ich schreie auch dann meine Wut heraus, wenn etwas nicht klappt und sowas, weil ich ja ein sehr emotionaler Spieler bin, also ich mag es nicht, ein Spiel zu holen und dann halt nicht davon, mich nicht davon mitreißen zu lassen, weil dann brauche ich das Spiel auch nicht mehr holen halt, ne? Ich möchte mich gerne mitreißen lassen und ich gucke, wo will mich das Spiel abholen, dann stelle ich mich dahin und gucke, ob es halt was für mich ist oder ob es dann nichts für mich ist. Und wenn es halt mich nicht mitnehmen kann, dann steige ich halt bei der nächsten Bushaltestelle halt aus halt, ne?
Schöne Metapher eigentlich gerade. Es ist echt nett gesagt, ja. Aber es funktioniert halt für mich so. Also ich bin lieber emotional dabei und lasse mich mitreißen und dann höre ich mir halt von anderen Leuten an, ey, hör mal auf, so rumzumeckern. Dann ist mir das eigentlich egal, solange ich dafür meinen Spaß habe. Ja. Ja, das beste Beispiel ist, wenn man dann mit dem Absol Monster Hunter spielt und er den letzten Drachenältesten sieht und man hat ihn dann tatsächlich die ganze Zeit im Spiel, ich bin voll enttäuscht, das Monster ist voll scheiße, das ist voll langweilig und wir wollten ihn ja nicht spoilern und wenn ich ihn dann nur schon sagen muss, Absol, warte doch noch einen Moment. Das Vieh hat zwei Phasen. Ja, die zweite Farbe war halt auch nicht wirklich geiler. Also die war interessanter, aber war halt auch nicht der Flash, den ich dann erwartet habe. Also Monster Hunter kenne ich persönlich. Ich besitze zwei Monster Hunter Spiele. Einmal Freedom, glaube ich, Monster Hunter Freedom 2 für die PSP und Monster Hunter World für den Nintendo 3DS habe ich. Das habe ich mit einem Freund mal online gespielt. 3DS Oder müsste. Monster Hunter World 4 oder irgendwie sowas, Das glaube ist ich, bei war das. Monster Hunter 4 Ultimate, müsste es sein. Also 4 4 Monster Hunter Ultimate, 4 genau. Ultimate sein oder sowas. Genau, das habe ich auch noch für den 3DS. Das habe ich angefangen, habe es mit einem Freund gespielt und ich glaube, wir waren beim ersten Boss. Den haben wir geplättet, gerade so, und dann hat er sich nicht mehr gemeldet. Und alleine Scheiße. Ah ja, komm, wenn ich schon so ein Spiel hole, weißt du, dann möchte ich doch schon mit irgendwelchen Buddies da, also weißt du, die Welt erkunden. Das ist ja gerade der schöne Reiz da dran. Das ist ja das Tolle, gemeinsam irgendwie was in einer anderen virtuellen Welt zu erleben. Ne? So ein Abenteuer, Welt zu erkunden. Auch dieses schöne Gefühl von, ey, ich habe mal was erreicht, ich habe mal heute was gefarmt und so. Und das ist so das, warum ich Videospiele so sehr liebe. Ja. Das mag ich. Das ist der schöne Reiz da dran. Auch wenn Das das hat viele sich alte bei Brains mir nicht verstehen, aber. eigentlich auch ziemlich im Vordergrund gesetzt, sage ich mal so. Das Zusammenspielen mit Leuten zusammen, halt diesen Multiplayer von den Spielen. Ich muss jetzt, ich habe damals viel Call of Duty gespielt, auch ligatechnisch mit der CSL und ESL. Aber da war halt immer, sage ich mal, dieser Druck im Spiel drin. Weißt du, du musst was reißen, du musst jetzt am besten zu diesem Training hin. Wir haben wöchentlich damit trainiert mit der Gruppe. Und da Clan-Training, ist ja. dann halt irgendwann bei mir ein Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, die Zeit so zu verbringen, nein, ich will Spaß am Spiel haben, sage ich mal so, ne? Und da macht halt einfach die Multiplayer, wie du sagtest, dieses zum Beispiel bei Monster Hunter, mit Leuten zusammen die Monster jagen. Wo ich halt ziemlich gute Kollegen damals gefunden habe, war bei den Online-Spielen World of Warcraft, Aion. Da habe ich viele Leute kennengelernt, sage ich mal so, und zu einigen von denen sogar tatsächlich noch Kontakt, dass man so mal schreibt und wir uns selbst schon getroffen haben, trotzdem, dass die aus dem tiefsten Süden von Deutschland kommen oder aus dem weiten Osten oder wie auch immer. Aber wie gesagt, da baut man halt nachher irgendwann einfach mal so Verknüpfungen zu den Menschen halt, sage ich mal, eher auf, ne? Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich hatte zum Beispiel das Gespräch einmal damals mit meiner, Gott hat sie gnädig, verstorbenen Oma gehabt, mit einem Cousin. Da hat sie auch gesagt zu meinem Cousin, der ist noch weiter, der jünger als ich, ah, der sitzt die ganze Zeit nur vor der Konsole und spielt online die ganze Zeit. Ich so, Oma, das ist, zum einen ist es erstmal die Generation. Es ist einfach so. Du kannst es einfach nicht mehr mit früher vergleichen. Ihr hättet früher, wenn ihr die Möglichkeit gehabt, genau das gleiche getan. Es ist einfach so. Da kann man sich nicht rausreden. Des Weiteren, habe ich noch nie mit so vielen unterschiedlichen Menschen Kontakt gehabt, wie jetzt, während ich in der Schule zum Beispiel war. In der Schule hattest du dann deine Freundschaften und sowas oder deine Bekanntheiten und sowas, gingen so zwei Dörfer weiter. Das war's. Das war deine Welt. Zwei Dörfer weiter waren deine ganzen Kumpels und das war's halt. So. Dann machst du vielleicht eine Brieffreundschaft irgendwo. Früher hatten wir noch Brieffreundschaften gemacht und sowas. Alles cool. Aber dadurch, dass ich dann Halo gezockt habe und so viele Also Leute an die kennengelernt Kids habe. von heute, Briefe sind die, die man im Briefkasten reinschmeißt mit einer Briefmarke drauf. Jetzt nicht im E-Mail-Postfach. Nicht in der E-Mail-Postfach. Sondern einen richtigen Brief, den eure Eltern manchmal bekommen, weil ihr eine Rechnung nicht bezahlt habt. Also ihr als Spieler. Und dann kriegen sie halt die Mahnung. Ja, bin ich auch zum Beispiel. Ich bin in München mal gewesen. Ich habe in München jemanden besucht dadurch. Ich war mal in Saarland, habe da jemanden besucht. Ich bin hoch nach Berlin gerammelt, habe da jemanden besucht. Das hätte ich alles ohne,
diese Kontakte online nie gemacht. Und das finde ich dann irgendwie falsch zu sagen, wer online spielt, verkümmert im sozialen Leben. Was du da alles reißen musst im sozialen und online, sage ich jetzt mal. Auch da lernst du halt viel, ne? Benimmst du dich scheiße, zum Beispiel Rocket League, benimmst du dich scheiße und bist am Spam und am Beleidigen, dann meldest du den und dann wird er gebannt. So, dann hat er 20 Euro in den Sand gesetzt, nur weil er meint, er müsste rumtrollen, muss das Spiel mit einem neuen Account nochmal holen, wenn das überhaupt möglich ist. Ich weiß nicht, ob sie denn die IP komplett sperren, weil dann kann er das gar nicht mehr spielen. Und das ist dann auch manchmal einfach so eine Genugtuung. Es ist schön. Und ich sag mal, als schönes Beispiel Minecraft jetzt mal komplett wieder in eine andere Richtung zu gehen. Minecraft zum Beispiel wird in so vielen Bereichen verwendet, um Sozialität halt aufzubauen. Zum Beispiel hat ein Jugendknast hat einen Online-Server bei Minecraft erstellt, wo die ganzen Jugendlichen, die dort drinnen sitzen und resozialisiert werden sollen oder sowas, die sitzen da, haben diesen Online-Server und müssen auf diesen Online-Server zusammen spielen. Wenn irgendwer mutwillig etwas von einem anderen zerstört, mit Absicht und hast nicht gesehen, ihm was klaut, weil er selber jetzt, was weiß ich, der will sich ein Diamantschwert machen, hat aber jetzt fehlen ihm zwei Diamanten und deswegen dackelt er los und klaut von jemandem die Diamanten halt weg, dann wird der Computergang komplett gesperrt. So, und dann hast du halt nicht viel zu tun im Knast halt, ne? Auch in einem Jugendknast hast du nicht viel zu tun. Deswegen als Minecraft-Ablenkung zum Beispiel geil ist. Also, wenn man es richtig einsetzt, können solche Spiele auch viel helfen halt, ne? Also, was jetzt Online-Aktionen und sowas angeht. Natürlich aufpassen, man soll es natürlich nicht übertreiben, das als Ausrede nehmen und dann halt auch die sozialen Kontakte halt komplett fallen lassen. Das hatte ich zum Beispiel sehr lange Zeit dann gehabt, dass ich dann keinen mehr kannte. Außer online, ja, ist halt so. Das sehe ich ehrlich gesagt genauso, dass man eigentlich auch so gerade die Videospielbranche auch gerade so für, ja, ich weiß also für so ärztliche Sachen zum Beispiel sowas auch viel mehr in den Vordergrund setzen kann, ne? Es gibt ja für Half-Life 1 zum Beispiel eine Modifikation, da haben sie die ganzen Headcrabs durch Spinnen ersetzt und das haben sie dann eingesetzt bei Leuten, die zum Beispiel eine sehr starke Spinnphobie haben und so. Okay, um das abzutrainieren, damit die weniger schreckhafter, also sich quasi gegen den Tieren gegenüber verhalten. Und es gab tatsächlich für einen Gameboy auch, glaube ich, also für den alten, grauen, dicken Gameboy, den wir kennen, den ersten dicken, gab es Pokémon, damals Alter. Erstens das, auch schön gesund für die Seele. es gab für den Gameboy gab es sehr viele Modifikationen, wo der damals in den 90ern so populär gewesen ist. Und da gab es ja auch nicht nur hier für kleine Kinder, ne, so Spielerweiterungen und Gadgets, was du dir holen konntest. Sondern das wurde auch, ich glaube, es gab eine Software für den Gameboy, die tatsächlich mal irgendwie für irgendein Krankenhaus in Amerika vorgeplant ist oder für irgendwelche Krankenhäuser geplant ist. Also du konntest das Modul reinstecken, da war eine Software drauf und damit konntest du zum Beispiel irgendwelche Beatmungsgeräte oder sowas, kannst du damit auch irgendwie steuern und so. Und das fand ich schon echt eine ziemlich lustige und krasse Idee, dass du sowas umsetzen kannst, also sprich auch irgendwie anders mitverwenden kannst, ne? Also so den Alltagsgebrauch irgendwie oder vielleicht für wichtige Forschungszwecke und sowas da irgendwie mit integrieren kannst, aber wird irgendwie, ich weiß nicht, also Gaming wird ja eigentlich, vor allem hier in den Medien, eigentlich eher immer schlecht geredet, ne? Als wie wenn man da mal zum Beispiel gute, positive Aspekte mal irgendwie davor fördert oder so. Ja, nee, nicht mal allzu viel. Da sind wir bei so einem Punkt. RTL, LTR, ja. Meine Entschuldigung. Aber da sind wir auch bei so einem Punkt zum Thema Grafik wieder, wenn man jetzt überlegt, das Unglück in Notre Dame, also mit der Kirche, ne? Mit dem Dom. Mhm. Dafür wurden die Entwickler von Assassin's Creed tatsächlich angeschrieben, weil die diesen Dom 1:1 in dem Spiel reingebracht haben. Nach dem Brand oder vor dem Brand? Nach dem Brand. Die wollen halt, beziehungsweise haben sich mit denen in Verbindung gesetzt, damit der wieder nachgebaut werden kann, greifen die auf dieses Spiel zurück. Okay, das ist ja mega. Cool. Das weil die halt tatsächlich in Assassin's Creed, man muss sagen, das Spiel ist wirklich ein detailreiches Spiel, alle Teile, was betrifft. Und die haben halt Notre Dame in diesem Spiel 1:1 gebaut. Also nachgestellt. Hm. Das ist Ehre. Das ist Ehre.
Das ist echt Ehre. Wird aber niemals gelobt. Wo hört man denn mal, dass mal sowas irgendwie gelobt wird? Das habe ich auch nicht mitbekommen. Das habe ich nicht gewusst. Das hört man aber wieder nicht. Ja, weil die Politik dann nicht interessiert. Ja, trotzdem wählt ihr noch alle die CDU. Ihr seid doch alle bescheuert, ey. Ja, es wird aber tatsächlich, gerade bei diesem Spiel Assassin's Creed, wo wir gerade bei dem Punkt sind, die älteren Teile, Assassin's Creed 2, wo es halt ums alte Rom geht und allen drum und dran die Teile, die werden tatsächlich sogar, es gibt hier und da ein paar Schulen, die das Experiment, sage ich jetzt mal so, damit machen, diese Spiele den Schülern zu zeigen und dass sie das auch spielen, weil die dadurch halt einfach zum Teil diese griechische Mythologie und auch mit dem alten Rom, Ägypten und allen drum und dran halt da lernen, ne? Ja. Also du lernst, es ist wirklich tatsächlich ein Spiel, wovon mir tatsächlich auch die ganze Reihe total gefällt, sowohl vom Storytechnischen her als auch vom Spielerischen her. Aber man lernt da echt viel rüber, sag ich mal so, wenn man sich ein bisschen befasst damit. Also wie gesagt, Assassin's Creed ist eine coole Reihe. Das erste war cool, war zwar ein bisschen eintönig, aber war cool. Das zweite war gut. Das dritte konnte ich leider nicht richtig spielen, weil bei mir die Konsole gespackt hat. Aber mein Lieblingsteil ist Black Flag. Ich muss tatsächlich sagen, mir gefiel der zweite Teil tatsächlich mit am besten. Black Flag war nicht so meins. Ich bin jetzt nicht so unbedingt der größte Piraten-Fan. Ich eigentlich auch nicht, aber war geil. Okay, Leute, ich sehe gerade auf die Uhr. Wir haben jetzt schon wieder eine Stunde. Ich hätte nicht gedacht, dass wir. Ich hätte eigentlich gedacht, das wäre so ein 20-30-Minuten-Ding. Aber jetzt sind wir schon wieder eine Stunde hier am Labern. Oh, scheiße. Habt ihr noch irgendwas, was ihr zum Ende sagen wollt, ihr beiden? Irgendwas noch ein Thema, was euch noch auf dem Herzen gelegen hat, eigentlich? Überlegt euch, bevor ihr euch Sonic Heroes kauft, schaut euch Let's Plays an. Tut mir den Gefallen. Informiert euch darüber. Lasst euch beraten, lasst euch helfen. Bitte. Ihr werdet mir nachher alle danken, das schwöre ich euch. Ich verspreche euch das. Fehler. Genau, macht nicht unsere Fehler. Versucht vorher nachzudenken. Versucht nachzudenken. Meine Jalapenos! Jawohl! Passt auf eure Chinchin auf. Okay. Psychowiese, hast du noch was? Ja, was gibt's da viel zu sagen, ne? Das, der beste Punkt, den wir heute hatten, gibt die 2 Euro besser für Kondome aus. Ja, würde ich auch sagen. Da bin ich dabei. Also Leute, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Wie immer, in der Infobox sind alle nötigen Links und Informationen, vor allem die Links zu den beiden Kollegen hier. Ich weiß noch nicht, wie ihr es jetzt gesehen habt. Entweder werde ich jetzt einfach die Rohdatei so hochladen oder ich werde halt im Videoschnittprogramm die einzelnen Spiele, die wir haben, so mit 10 ausschmücken, dass man so ungefähr so ein bisschen mal was sieht vielleicht dazu. Weiß ich noch nicht, gucken wir mal. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal wieder online. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Tschüss. Tschüss.